So, wieder zurück bei GTA. Was haltet ihr denn von meinem neuen Trevor? Ich habe den ein bisschen umgestylt, könnte man sagen. Ich finde, es sieht einfach irgendwie ziemlich cool aus, so. So, jetzt da hinten kommt Musik, aber wir haben hier auf jeden Fall eine Randale-Mission. But that will be the post-ironic use of the word cunt, both offensive and at the same time curiously anodyne. Hey, what the fuck? I find your t-shirt more than a little offensive. If there's one thing I cannot stand, it's post-ironic hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Oh, wait. Oh, fuck! Oh, run, fuck! You little fuck! Oh ja. Ich darf Hipster töten. Das ist gut. Das ist gut. Tja. Ihr habt dem falschen Mann ans Bein gepinkelt. Mit eurer Anwesenheit. Denn Trevor mag euch ganz und gar nicht. Was ich mehr als nur verstehen kann. So, wunderbar. Aha. Mein Gott, die können ja gar nichts. Ja, Trevor, du sagst es. Aber jetzt machen sie sogar so langsam Schaden, ey. Sollte ich vielleicht mal aufpassen, dass ich mir hier vielleicht eine bessere Position zulege? Hier, so. Da haben wir noch einen. Dahinter. Dich krieg ich. Na. Na, oh, komm schon. Ja, nice. 42. Die Frage auf alles im Universum. Das ist doch ein schöner Kill-Count. Na, Trevor, nach genau sowas fühlt man sich doch viel, viel besser. Ich habe alle Randale abgeschlossen. Ja, wunderbar. Ach, die sind jetzt hier und ich kann sie wieder machen, wenn ich möchte. Und die fahren alle mit den Autos. Aha, okay, dann weiß ich aber jetzt, was für Autos ich wohl in Zukunft meiden werde. Ich nehme Leo meins. Radio müsste noch aus sein. Hä? Nein, mach aus. Ich hab's doch ausgeschalten. Hey, ich hab einen Platten. Ja, super. Das war so gemein übrigens. Ich war und ich habe ja im Allgemeinen erstmal alle Charaktere ein bisschen angepasst. Also ja, ich habe halt denen einen neuen Style verpasst sozusagen. Und dann habe ich hier jetzt halt mit Michael angefangen gehabt, als ich ins Spiel gegangen bin. Dann wechsle ich zu Trevor, weil ich wollte ja den wieder spielen. Und was war? Er war direkt in der Verfolgungsjagd mit 2 Sternen bei der Polizei. Und ja, dann haben die wohl den Platten geschossen. Okay. Der da hinten mag mich nicht. Ja, der kann mich mal. Jetzt haben wir alle Randale-Sachen abgeschlossen, das passt. Dann gehen wir nochmal zum Promi-Dingens, machen da nochmal 1, 2. Jetzt haben wir auch ein schön schnelles Auto, dann passt es. Eieiei, das fliegt aber ganz schön durch die Lüfte. Muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Nein! Oh! Gottes Willen. Das war unbeabsichtigt. Jetzt habe ich Polizei am Hals. Super. Wir nehmen hier den kleinen Umweg. Ja. Blöde Gesetzeshüter, ey. Aber wir fahren hier einfach ein bisschen durch Nebenstraßen, dann sind wir bald schon wieder nicht mehr auf ihrem Radar. Ah ja, ich habe hier aber gerade einen Mikroruckler immer, wenn ich wohin fahre manchmal. Das ist nicht so cool, ne? Scheint wohl ein bisschen, wenn man in neue Gebiete fährt, sich nicht so ganz mit dem Aufnahmeprogramm zu vertragen hier gerade. Weil als ich vorhin von der Polizei einfach weggefahren bin, ich musste die ja erst loswerden, da war das nicht so. Okay, sie haben mich vergessen. Das ist sehr schön, dass sie mich vergessen haben. Dann fahren wir mal Richtung Promi-Gegenstand und holen uns hoffentlich nicht wieder irgendwie irgendwelche Sterne. So, da hinten ist es doch auch schon. Na, wir müssen, glaub doch, eher da hinten lang. Boah, hör auf, Radio zu hören. So, guten Tag. Ich nehme mal an, wir brechen hier einfach an, ein. So. No puede ser. Jetzt müssen wir ihn anvisieren. Und dann war es er, ne? Er? Genau. Oh, warte. Er steht nochmal auf. Dann. Ja, gut. Er muss mich ja nicht sehen. Ach komm. Sieht mich eh keiner. Gehen wir mal da lang. Come on, get in the hot tub with me. I'm bored. I think that pill you gave me is wearing off. I've been watching you do laps for like two. Hey! Who the fuck are you? Tschüss. Just pretend I'm not here, kids. He's crazy. I'm calling the cops. Oh oh. Er ruft die Bullen. Ups. Ja, ich wurde eindeutig entdeckt. Wo ist das Auto? Da hinten ist es. Okay. Dann fahren wir mal in... Oh ne, jetzt kommt da einer. Fuck! Da lang, schnell, fahr schneller. Yes, nice. Hey, war das knapp, wenn man sich die Minimap mal anguckt. Das war ganz schön knapp sogar. Aber hier können sie mich mal, die kriegen mich niemals. Jetzt heißt's warten. Hier habe ich meine Ruhe. Kein Polizist weit und breit in der Nähe. Okay, der da hinten. Aber der wird nicht zu mir kommen, als ob. Ja. Niemals. Niemals. Ja, na also. Hat doch wunderbar geklappt. Hallo, this is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the United States of America. It's me, you nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch.
Jetzt nicht Radio anmachen, Trevor. Wunderbar. Dann einfach so aus. Oh. Okay, dann eben nicht. Dachte, jetzt mache ich das hier einfach mal, wenn der schon hier ist. So die Schanze. Aber dann sollte es wohl nicht sein. Dann. Oh, ich drücke immer Tab, weil ich hoffe, dass da die Map geöffnet wird. Hm, okay, da war vorhin noch ein Promi-Gegenstand auf der Map, aber der ist nicht mehr da. Vielleicht, weil es jetzt ein bisschen zu spät ist für die. Weil das wahrscheinlich zu einer bestimmten Tageszeit nur geht. Naja, egal. Haben ja immerhin einen bekommen noch. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Part und man sieht sich beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.